Piercing-Studio Wermelskirchen. Hallo, Piercing-Battle 2023. Kai Kornfischer, Nico der Grieche, Nicolo der Stecher. was liegt an heute? Wie viele? Was habt ihr? Helf mir mal. 12 Piercings. 12? Okay. Ihr seid echt behindert. Boah, was seid ihr krass. Was war beim letzten Mal? Hattet ihr 11 oder was? Okay. Und jetzt macht er 12. Was habt ihr alles? Also es wurde desinfiziert, es wurde eingezeichnet. Genau, wir haben desinfiziert eingezeichnet. Können wir einmal eben zeigen. Einmal andere Seite. Einmal den Tragus, ein Lobe-Piercing, das Root-Piercing, hier oben durch die Helix-Falte, zweimal hier durch die Falte durch. Dann Nostril rechts und auf der linken Seite. Alter, ich hab gedacht, das ist ein Leberfleck. Ich hab gedacht, wo gehst du denn jetzt hier durch? Okay. Und die Snake Bites. Okay. Augenbrauen ausfrierst. Und Augenbrauen. Bei ihm machen wir die Augenbraue, weil bei ihm das Septum gestochen wird. Freust du dich, Septum? Ja, natürlich. Ja. Was hast du gerade gesagt? Urlaub? Nee, was hast du gesagt? Septum ist? Kindergeburtstag. Kindergeburtstag, genau, alles klar. Ja, nochmal was dazu zu sagen, warum macht man das an wir all die Leute? Das nur just for fun. Wir machen das jetzt seit 3 Braucht Jahren. Jetzt auch das keiner wieder was drunter schreiben, wie schrecklich. Das ist und nichts Schlimmes. Einfach ja, da nicht keine angucken. Körperverletzung. Wir machen hier einfach just for fun. Nachher werden die Kanülen alle wieder komplett entfernt. Die Löcher schließen sich. Beide hatten sogar schon ein Piercing-Battle. Die haben keine Schäden davon genommen. Nicht mehr wie vorher. Alles sieht genauso aus wie vorher. Und den Schmuck, den sie behalten möchten, der wird einfach eingesetzt. Okay. Okay. Dann dürfen wir loslegen. Tada! Tada! Dann fangen wir mit dem Tragus an. Nein! Die Nelly, ey. So, Kopf ein Stückchen nach da drehen. Dann fixieren wir jetzt erstmal. Ach, was ist das? Den kennst du ja noch vom letzten Mal, ne? Und wir stechen einfach. Und fertig. Das ist da. Nummer 1! Es geht ja wenigstens heute mal flotter. Warum war beim letzten Mal nicht flott? Ja, mein Bruder hat da so Mimimi gemacht, glaube ich. Ach, dein Bruder, der war auch. Jetzt hör auf. Dein Bruder war auch cool. Einmal ja, auch ein cool, Stückchen ja. Nach da drehen. Dann fixieren wir. Was haben wir mit der Zange? Ich dachte, das war das. Ne, mit der Zange. Und dann hast du auch schnell den Tragus. Und Tragus ist gestochen. Oh, ja. Fertig. Angenehm. Nice. Sehr gut. Weiter geht's. So, dann machen wir den Mook. Mook, was war das nochmal? Wirst du jetzt sehen. Ach, das ist schön. Merken er. Ja. Wirst du merken. Oh nein. Ja, doch. Dann drehen wir den Knorpel so ein bisschen um. Und dann hast du auch ganz schnell den Mook. Und der Mook ist gestochen. Also, schier immer, was denn jetzt los? Das Video ist gleich 5 Minuten, wenn das so weitergeht. Was sagen denn so Freunde und Familie? Meine Tante meint, ich bin behindert. Aha, okay, oder ja. Und der hat weh? Der hat ein bisschen gezogen. Okay, gut. Also, ich finde, das war sich wahrscheinlich am angenehmsten. Okay, dann machen wir hier bei dir den Mook. Und der Mook ist auch gestochen. Sehr gut. Du bist schon echt krass, ne? So was Schmerzen angeht. Und wenn ich ein bisschen Brustwarze wirklich kann ich trainieren. Weiter. Sitzt du Hause oder was? So, ich weiß gar nicht. Was hat die tut? Das schüttelt sich. Der fällt nur auf die Fresse, der Kai. Dann zieh mir so ein bisschen an deinem Ohr. Genau. Ja, nicht nur. Und dann aber hast du auch ganz schnell den Innerkonch. Und Innerkonch ist gestorben. Das ist ein cooles Piercing, Innerkonch, oder? Ja, aber es ist auch kein Problem. Schnell. Oh, scheiße, ich habe auf Aufnahme nicht gedrückt. Klar. Ja, ist klar. Das wäre geil, die Gesichter. Alles. Wir müssen jetzt nochmal von vorne anfangen. Genau, nochmal von vorne. Ja, nee. Und Nico nimmt sich hier schon das erste Traumzucker. Ich denke, dass du am Kotzen, weil wir jetzt gerade hier auf der Erde hängen. Nummer 3. So, was haben wir jetzt? Nummer 4? Ja, mega. So. Wenn einer abbrechen möchte, dürft er jederzeit sagen, ne? Auf gar keinen Fall. Bevor der Krankenwagen kommt. Ja. Ach, kenn ich. Habe ich jeden Tag damit zu tun. Toll. Was steht so? Lob. Wir machen jetzt ganz normales Lob. Und auch gestartet. Kenn ich nicht. Und fertig. Nee, oh, Läppchen. Das hatten wir letztes Mal eigentlich. Nee, das hatten wir letztes Mal gar nicht. Nee, das hatten ja, wir müssen ja auch mal was anderes machen. Ja, ein bisschen Abwechslung. Und ja. So. Alles steht das auch als Charakter. Dann machen wir hier das Lob. 2, 4. So. Ich glaube noch 3. Das ist so krass, dass du mal so gar nicht. Hier. So, ich schalte aus der Kamera. Behält der Kai auch ein Piercing? Nein. Wolltest du nicht behalten? Nein. Also, Kai ist immer nur just for fun, aber. Ich bin nicht so der Piercing-Typ.
Letztes Mal hast du das in Dustel behalten, ne? Ja, aber da hatte ich ja, so toll, Probleme drei mit. Wochen oder so, weil er nicht schlafen konnte. Dann hast ja, du dir doch wieder rausgenommen, ne? Ja. Der Kai ist einfach zu ungeduldig, deswegen. In allem ist der Kai zu ungeduldig, genau. Wie lange habe ich schon meinen Kopf? Das ist auf ein Jahr plus. Ja, den vom hast Battle, du schon. Das ist vom Battle. Das macht mir, ich glaube, seitdem ich das auch gewechselt, schon immer noch Probleme. Schön. So. Und auch gestochen. Sehr gut. Und fertig. Sieht schon gut aus langsam. Ja, nice, ja, nice. Ja, sehr schön. Langsam brennt es auch. Boah, sieht doch ganz schön gut merkt aus. Merkt da, es wird langsam, langsam mal hier wieder Platz tauschen. Ne? Es wird langsam schleppend. Jetzt bin ich aber 5, ja. So, dann hast du noch eins hier am Ohr und dann sind wir auch schon fertig. Ohr ist auch schon richtig schön rot. Och, mittlerweile. Ja, ich spüre das auch. Okay. Und aufgestochen. Oh, das war ein bisschen lang. Oh, ja. Oh, ist fertig. Bei mir noch nicht. Okay, jetzt weiter. Ja? Okay. So. Joa. Dass der immer noch lachen kann, ey. Er lacht einfach die ganze Zeit. Das ist so typisch geil, ne? So. Und dann hast du nur noch einmal und dann hast du es auch geschafft. Und auch was fertig. Bei mir als erstes nächstes Wahnsinn. Augenbrauen. Schön. Schön, sehr gut. Augenbrauen. Schön. Das Schlimmste will ich als letztes. Was ist denn für dich das Schlimmste? Nase. Nase, okay. Ja, deswegen haben wir direkt wieder Double Nostril eingezogen. Ja, wenn das so, ja, dann machen wir das. Da freue ich mich drauf. Nicht. Also ich kann gerne die Brustwarze nochmal rausnehmen. Du kannst nochmal das gerne machen. Wolltest du echt? Ey, warte. Ha, du drückst meine Ohre. Meine Ohre. Okay, die Kanüle. Okay, jetzt nicht mehr, ne? Nee. Okay. Autsch. Komm ich dran? Ja, jetzt nicht mehr. Okay. Und Augenbrauen ist auch gestochen. Das kriege ich jetzt Nase? Hier, diese Nase. Sehr gut. Septum kriegst du jetzt. Wir genau, Jungs, machen eine Challenge, ein kleines Piercing-Battle. Wir machen jetzt erstmal Septum. Der Kai, der lacht, ey, ich fass es nicht. Welches Piercing ja, willst du kriegen? Seite, ja. Dann setzen wir jetzt erstmal die Septum an. Ja, Albert. Wahrscheinlich. Ich glaube, je nachdem, das würde zucken. Und so perfekt. Kennst du Augen auf oder zu, wie du magst. Und so, dann ist es schnell. Der zuckt noch nicht mal hier. Der zuckt nicht. Er zuckt nicht, er macht gar nichts. Keine Tränen. Ah, oh, das ist fantastisch, ne? Bester Kunde. Und wenn das nur immer so wäre. Du bist der absolute Knaller. Ich muss jetzt mal eben wieder hier rumgehen. So. Letztes Mal hatte ich noch Tränen im Auge, nächstes Mal nicht. Ja, jetzt bist du schon abgehärtet. Ich muss das einmal zeigen. Es sieht einfach so genial aus, ja, ey, Hammer. Was möchtest du in der Nase, ne? Nein. Nein. Dann machen wir erst die. Das Zug gerade. Das kann uns nicht mehr weh so. Was habt ihr denn hier für einen Spaß? So. Dann hast du auch ganz schnell das Lippenpiercing und Lippe ist auch gestochen und fertig. Ein Abbruch von einfach nur. Du bist der Knaller, Alter. Das ist einfach nur krass. Achso, du kriegst jetzt dasselbe, genau. Ja. Nee, machen wir, ja genau, wir machen jetzt erstmal Lippe. Nippel? Nein, Lippe. Nippel ist. Ja, beim letzten Mal hatte der Kai auch beide Brustwarzen und dann hat deine Freundin abends Nippeltwist gemacht. Das weiß ich noch. Das gesagt, war nicht so geil. Ne? Das war nicht so geil. Das war schlimmer als das ganze Battle, hast du gesagt, ne? Das war echt so. Mhm. Jetzt einmal nicht reden. Und dann hast du es auch ganz schnell geschafft. Und Lippe ist auch gestochen. Sehr gut. Ich bin nicht in meinen Kopf. Von Bett 12. Sehr gut. Das ist irgendwas stimmt mit dir. Nee. So, mal eben hier einmal zeigen. Wenn das mein Chef wieder sieht. Krass, ey. Mein Chef hat mich blockiert auf TikTok. Ich glaube, unser Nico möchte eins behalten. Der Kai nicht. Ich muss einmal da hin. Ich kann's auch. Achso, Entschuldigung. So. Jetzt einmal nicht grinsen. Und dann hast du auch Nummer 2. Und Nummer 2 ist auch gestochen. Und fertig. Gut. Jeppa, los geht's. Ich komm gar nicht mehr mit. Welche Nummer sind wir? 2? Ich hab keine Ahnung. Wir haben jetzt im Prinzip nur noch die 2, also nur noch die Lippe und dann müssen wir noch die 2 Nasen. Da geht noch was. Da geht noch was. Da kannst du Luft durchholen.
Das ist ekelhaft. Was stimmt mit dir nicht? Du bist der absolute Knaller, ohne Scheiß. Jetzt nicht mehr grinsen. Schön, das fällt dir jetzt hier schon wieder schwer ein. Das ist so typisch Kai. Okay. Und auch gestorben. Fantastisch. Und fertig. Vorsicht. So. Finde ich gut. Dann haben wir dein Lieblingspiercing. Nochmal. Nee, ja. Ich hasse das. Alles gut? Ja. Mir geht's super. Du bist echt ein Knüller, ey. Ja, ah, sehr cool. Oh. Ja, wir setzen erstmal Receiving Tube an. Sobald das Receiving Tube sitzt, hast du auch dein Nostril. Augen auf oder zu, wie du magst. Machst du Augen zu? Mhm. Okay. Und Nostril ist aufgestochen. Das ist immer bei dir dein Lieblingspiercing, ne? Na, Kai, geht noch was? Ja, klar. Ich hasse das wie die Pest. Ich kann mich auch. Ja? Du musst doch nicht weinen. Ich bin immer okay. Oh, das ist ja ekelhaft. Receiving Tube setzt. Augen sind zu oder auf. Ich meine, du machst die Augen so. Oh mein Gott, immer. Ich höre manche kriegen Anzüge. Ja, das hat ein bisschen gezogen. Ach doch, ein bisschen gezogen hat das. Toll. Oh. Wer hätte das gedacht? Einfach geil. So, welche Nummer? Jetzt nur noch eins? Nur noch eins. Wir können ja mal schon mal einmal eben alles zeigen, was wir jetzt durchstochen haben. Mhm. Kann man hier hin? Ich weiß nicht, von welcher Kamera. Da. Ja, krass. Ihr seht schon ganz gut aus. Ja. Fantastisch. Witzig. So. Wer ist schon der Erste am Wein? Der Zweite, meinst du? Ich komme aber den Witziger, hast du keine Wahl, außer der Tränen in den Augen zu kommen. Wir setzen erstmal wieder das Receiving-Tube an. Ich hasse das. Receiving-Tube setzt. Augenliste zu. Dann ist es auch ganz schnell geschafft. Und Nummer 2 ist aufgestanden. Fertig. Na, Kai, brichst du ab, oder? Ach, komm mal. Jetzt willst du sogar noch 2 machen. Sollen wir noch 2 machen? Ach nee, wir haben das obere noch vergessen am Ohr. Ja, guck mal, hättest du mal besser die Schnauze gehalten, Kai. Es kann mal passieren, dass der Kreislauf zusammenbricht, aber in den meisten Fällen ist das nicht so. Zur Not haben wir hier auch immer einen Wasserspender und ein bisschen Traubenzucker. Und einen Ersthelfer. Und einen Ersthelfer. Ich weiß gerade nicht, wo ich hin soll. Nee, die Seite. Okay. So. Er treibt mir jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen Tränen in die Augen, aber ich komme damit klar. Du hast auch. Und Receiving Tube sitzt. Mach jo. Augen auf oder zu, wie du magst. Das einfach nur just for fun. Und aufgestochen. Ja, oh, der tat echt weh. Okay. Aber der linke tat mehr als der rechte. Warum auch immer. So, jetzt haben wir nur noch einmal den oberen Helix. Den haben wir nämlich nicht gemacht, weil 2 Nadeln sind noch übrig. Nur noch den Helix. Ja, nur noch den oberen Helix. Ich war gerade verwirrt. Und dann sind wir fertig. Aber nicht beim Rechnen, oder? Was vor, nicht beim Linken zu gehen. Nee, wir müssen die. Oh, der passt nämlich bald vor. Das haben wir jetzt hier. Nein, da kann Teil schon sein, außer bei Nico, der Nummer 12. Was ist jetzt das 12. Person? Achso, ich dachte, hä? Nee. Achso, da haben wir das eine übersehen. Den haben wir nicht gemacht. Wir stechen jetzt noch den oberen Helix und aufgestochen. Ja. Okay. Fertig. Ja, Mann. Da lacht der noch. Du hast deine Snackbite, glaube ich, ne? Ja. Ja. Und der Teil so. Ist. Dann haben wir den noch. Und auch super! Du bist bekloppt. Einfach herrlich. Jetzt sind wir zwischendurch gestochen. Kannst du mal eben kurz zeigen? Nein. Tragus Piercing, Low Piercing, den Innerkonch, 2-mal die Außenseiten. Hier dann den Helix durch, da das Root Piercing, ein Double Nostril, das Septum und die Snake Bites. Was will man mehr? Was will man mehr? So, Kai, du willst nichts behalten, hast du gesagt, ne? Nico, ja, stell dich mal daneben. Haben. Ich will nicht an dich kommen, nicht, dass ich nachher. So, hier genau dasselbe. Nur bei ihm haben wir Augenbrauenpiercing noch dazu gestochen. Und das Septum nicht. Aber sieht auch sehr schön aus von vorne. Doch, das sieht schon ziemlich cool aus. Das sieht aus. Besonders nett aus. Ja, nee. Das ist dieses Assi-Piercing. Doch, ja, cool. Alles klar. So, Jungs, Hut ab.
Ja, mal wieder. Na? Ja, habt Spaß immer noch. Mega cool durchgezogen. Also es dient nur zur Unterhaltung. Hier ist keinem Schaden dazu. Und ist nichts passiert. Und die beiden haben schon mal mitgemacht. Ja. Das ist die leben beide. Genau. Ja, alles klar. Ja, coole Aktion. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Und vielleicht sage ich mal bis zum nächsten Mal mit 13 Stück. Tschüss!